Hallo und freundlichen guten Tag hier wieder bei TV Berlin. Heute bei mir zu Gast Quirin Graf Adelmann, Unternehmer aus Berlin und Autor. Schwach, langsam, ideenlos, ein Buch über Deutschland, die Herrschaft der Mittelmäßigkeit. Darüber reden wir gleich. Aber erstmal müssen wir natürlich über ihn reden. Erstmal herzlich willkommen. Hallo. Danke für die Einladung. Unternehmer aus Berlin hat gesagt, ja, was unternehmen Sie alles? Also gerade ganz aktuell, das weiß ich, und das ist wahrscheinlich so ein richtiges, wo Sie wahrscheinlich in Tränen ausbrechen. Ihnen gehört das DDR-Museum, ne? Korrekt. Also das DDR-Museum ist jetzt betroffen von der Explosion des Aquadoms, aber auch das lässt sich unternehmerisch hier wieder aufbauen. Ist gerade aber irgendwie ein bisschen Wasser da drin, ja? Ist überflutet, teilweise jedenfalls, und muss insgesamt erneuert werden. Ja. Ziemlicher Versicherungsfall, nehme ich mal an, ja? Wir werden sehen, welche Versicherung. Das wird sich zeigen. Ja, muss ja die vom Hotel dann wahrscheinlich machen oder so, ne? Hotel, Betreiber des Aquadoms. Betreiber des Aquadoms oder irgend sowas. Eigene Inhaltsversicherung. Ansonsten haben Sie schon viel im Leben unternommen, unter anderem einen Fußballverein gegründet, was noch? Fußballverein gegründet, das war eigentlich mein Start als Student. Dann habe ich im Automobilbereich gearbeitet, in einer Krisensituation, also eine kleine Automobilunternehmung wieder nach vorne gebracht. Habe Immobilien entwickelt, also gebaut, tatsächlich auch einige Immobilienprojekte am Anfang, als es noch schwierig war, 2011. Mhm. Habe in den letzten 5 Jahren viele Startups, also Unternehmensgründungen begleitet und jungen Unternehmern und Ideen gefördert und mache das auch heute noch. Also sehr. Also so ein bisschen Allrounder sozusagen. Allround. Und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Unternehmer. Sie unternehmen was und Sie machen sich Gedanken über Deutschland. Das haben Sie hier gemacht. Da fiel mir gleich ein, als ich den Titel gelesen habe, von Klaus Hoffmann gibt es, glaube ich, so ein schönes Lied, die Mittelmäßigkeit verhindert jeden Streit. Kennen Sie vielleicht? Ja, und sie verhindert wahrscheinlich auch teilweise Extremismus, sagen ja viele Theorien. Sie verhindert Extremismus oder sie fördert ihn? Sie verhindert ihn letztlich, weil man einfach in der Mittelmäßigkeit kaum einzelne Gruppen zusammenbekommt, die dann möglicherweise an die Herrschaft kommen. Das ist der einzige Vorteil möglicherweise. Aber ist es nicht, also ich würde es fast andersrum sehen, dass Mittelmäßigkeit Extremismus auch fördert, weil Mittelmäßigkeit dann dafür sorgt, dass irgendwelche Leute sagen, das ist hier mittelmäßig, wir gehen jetzt mal in Extrem. Gibt es aber nicht. Es gibt ja auch die schweigende Mehrheit. Das sind die Leute, die einfach unterm Radar bleiben wollen, sich wohlfühlen mit der Mittelmäßigkeit. Hat ja auch Vorteile. Ein Unternehmer, der der Mittelmäßigkeit im Wettbewerb steht, kann gedeihen und muss sich dann nicht kümmern. Also machen Sie es mal konkret. Wir haben uns ja vorher auch schon ein bisschen unterhalten. Mittelmäßigkeit zum Beispiel auch, wenn man sich das politische Personal, so das eine oder andere in Berlin und in Deutschland anschaut, ist das ein Thema für Sie? Ja? Absolut. Wir haben 736 Bundestagsabgeordnete. Daraus ergeben sich Listenplätze. Die Hälfte sind Listenabgeordnete. Also ein Parteiensystem, das nach oben bringt, wer also die Kompetenz und Qualifikation hat, der muss nicht automatisch in Verantwortung kommen. Und das ist ein grundsätzliches Problem in unserem Land. Schauen wir uns die Bundesminister an und auch die Senatoren, auch nicht nur in dieser Koalition, sondern auch in denen davor. Es ist selten mal ein Senator oder ein Bundesminister qualifiziert oder kompetent in dem Fachbereich, den er verantwortet. Ja, vor einigen Wochen war der Berliner Wirtschaftssenator hier. Der ist nun wirklich gerade qualifiziert, weil Absolut. Er kommt aus der Wirtschaft. Aber in anderen Bereichen ist es natürlich richtig. Sie haben jetzt ein ganzes Buch drüber gemacht. Meckern Sie nur oder haben Sie auch Ideen? Es sind auch Ideen dabei. Also zum Beispiel gab es ja mal die Idee, wie kann man jetzt wieder weitere Milliarden, hunderte Milliarden einsammeln von den Superreichen. Was machen wir dafür? Und da gibt es natürlich auch Alternativideen. Also ein ganzes Kapitel, wie wir aus unseren Steuereinnahmen mehr machen können, beziehungsweise auch Geld sparen können und sinnvoll einsetzen können. Was genau gefällt Ihnen nicht an dem, wie es gerade in Deutschland lebt, in Berlin läuft? Es ist die Strategie, es gibt keine. Das heißt, wir haben alle 4 Jahre Wahlen und in der Bundestagswahl sieht man das ja, wir haben 16 Bundesländer und letztlich 17 Wahlen in 4 Jahren, das ist ein Problem. Es wird immer nur kompromissbereit irgendwas gedealt, aber ohne irgendwas auch wirklich fertigzustellen an Projekten. Mhm. Wenn man sich vorstellt, wir haben 20 Kilometer Straßenbau, dauert 15 Jahre. Das ist unfassbar. Letzte Woche habe ich viele Themen. Letzte Woche habe ich ein Schreiben von der Deutschen Rentenversicherung bekommen. Man könne den neuen Geschäftsführer nicht einordnen. Und warum? Weil es fehlt noch Handelsregisterauszug und Gesellschafterliste der Gesellschaft. Heute kann jeder handelsregister.de selber runterladen, muss kein Schreiben machen, es wegschicken, nachverfolgen. Das sind so kleine Beispiele. Durch einfache Maßnahmen und strategische Richtungen könnte man viel verbessern. Ist es aus Ihrer Sicht so, dass da viel eben nicht geändert wird, weil es halt Besitzstandswahrung ist? Also Sie haben gerade die Rentenversicherung angesprochen. Da gibt es ja seit vielen Jahren die Diskussion, wenn man mal über die Grenze guckt, nach Österreich, in die Schweiz, eigentlich überall guckt oder auch in andere EU-Länder noch, Frankreich, Italien, da kriegen die Menschen fast überall mehr Rente als bei uns.
Und die Einzahlung ist eine andere. Bei uns gibt es ja verschiedenste, die Ärzte zahlen, die Architekten zahlen, die Beamten zahlen und so weiter. Künstler, Sozialkasse, alles, was es gibt. Wenn man es vereinheitlichen würde, wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Oder wenn ich zum Beispiel die Krankenkassen anschaue, ne, da werden die Beiträge auch schon wieder erhöht. Es gibt in Deutschland im Moment, glaube ich, noch so um die 200 Krankenkassen. Vor 10 Jahren waren es noch fast 250. Also ein bisschen was ist ja passiert. Aber da fragt man sich doch, muss das so sein oder ist das wirklich nur Besitzstandswahrung? Also, oder Politikerversorgungseinrichtung, ja. Krankenkassen. Es gibt 103 Krankenkassen, ich glaube, es ist auf 101 gerade gesunken, braucht kein Mensch. Ich glaube, ja. In Taiwan, 103. In Taiwan gibt es nur eine Krankenkasse. Ja. Beim Rentensystem ist es ähnlich. Natürlich muss man unterscheiden, wenn man Rentenerweiterung oder Rentenerhöhung des Alters fordert, 67, 69, muss man nach Berufsgruppen unterscheiden. Der Maurer kann natürlich nicht körperlich beansprucht genauso lange arbeiten wie der Lehrer beispielsweise. Aber es ist auch ein mediales Problem. Im Spiegel stand vor 2 Wochen als große Überschrift 2 Milliarden Euro eingespart, deutsche Rentenversicherung, tolles Ergebnis. Und in Wirklichkeit ist es doch so, wir haben 78 Milliarden Euro Zuschussmittel aus dem normalen Steuermitteln und haben 2 Milliarden weniger ausgegeben, macht immer noch 76 Milliarden Verlust. Also die Leute denken auch nicht mehr und rechnen nicht mehr bis zum Ende. Frankreich ist kein gutes Beispiel, es gibt 69 verschiedene Rentensysteme in Frankreich und Macron hat es ja nicht geschafft, auch hier eine gewisse Vereinheitlichung hinzubekommen. Aber trotzdem gehen sie eher in Rente. Trotzdem gehen sie eher in Rente und natürlich teilweise auch besser berentet und besoldet. Man muss sich mit den Themen tatsächlich in den Zahlen auseinandersetzen und den Stand feststellen und dann rechnen, was habe ich an Zuzug, was habe ich an Immigration nach Deutschland, was kann ich also in der Zukunft tatsächlich an Rentenbeiträgen erhalten und das allein scheitern schon die ganzen Politiker. Ja, wenn Sie sagen, es gibt nur eine Krankenkasse in, wo hatten Sie gerade gesagt, Taiwan, könnte man ja sagen, okay, wer eine Extraleistung will, also wer eben Chefarztbehandlung oder Einzelzimmer oder all die Dinge, die man extra haben kann, Privatpatient oder so, dann kann man dafür extra zahlen, Punkt. Ne? Könnte dann jeder selbst entscheiden. Ja, man kann es auch so zahlen machen. Ne? Die Diskussion ist ja immer, es ist gerecht, private Krankenversicherungspatienten zu haben und die besser zu behandeln als die gesetzlich Versicherten. Aber auch da gilt, wir wissen ja noch gar nicht mal, wie die Zahlen sind. Wir wissen die konkreten Ausgaben. Es gibt Krankheiten, die werden gar nicht erfasst von den Kostenseiten. Es wird auch gar nicht errechnet, was habe ich praktisch für soziale Effekte, wenn ich meinen kranken Ehepartner hier Partnerin, Pflege und so weiter. Aber da ist halt immer dann das Thema, dass sozusagen natürlich jeder, bleiben wir mal bei dem Thema Krankenkassen, jeder Chef will weiter, dass seine Krankenkasse besteht, weil da hängt natürlich ein Rattenschwanz dran, der damit am Futtertrog sitzt. Ne? Ja, und jeder will natürlich junge Patienten haben und es gibt so Krankenkassen, die haben ganz wenige Patienten. Es gibt ein paar, die haben über 1 Million, ich glaube 15 Stück haben ja nur über 1 Million Patienten. Also da kann man auch mal drüber n 5 war es klug, 5 neue Bundesländer einzurichten oder hätte man nicht überhaupt dieses Land mal umbauen können? Ne? Also Thema Bremen, Saarland, Hamburg meinetwegen oder auch Berlin-Brandenburg. Ne? Mecklenburg-Vorpommern, auch ein kleines Bundesland. Ja, mit ein bisschen über 2 Millionen Einwohner. Ne? Also so klein ist es ja nicht, aber einwohnermäßig klein, ja. Absolut spannendes Thema. Wir haben ja trotzdem nur 23, glaube ich, im Bundesrat Wahlstimmen für den Westen oder Westdeutschland, die mehr Einwohner haben, rein theoretisch. Und damit entscheidet jetzt sich der Bund über den Osten. Und das ist ja, glaube ich, auch ein Problem. Ja, wenn man sich Nordrhein-Westfalen anguckt, die haben so viele Einwohner, wie die gesamte DDR hatte. Ne? Ja. Nur Nordrhein-Westfalen. Genau. Also, ja, und da ist aber eben auch, will natürlich jeder seinen Landtag behalten, weil da hängen wieder Politiker dran, da hängen Behörden dran, sonst dergleichen. Ne? Und wir sehen natürlich an der Covid-Krise beispielsweise, wie handlungsfähig und nicht handlungsfähig Parlamente sind, wo die Entscheidungen gefällt werden. Das ist eine ganz spannende Zeit gewesen. Und das Thema in Deutschland ist ja auch immer noch, auch vereinigungsbedingt noch, dass immer noch Bonn da ist. Ne? Also, dass es diese Vergliederung gibt in Deutschland. Sie haben in Frankreich studiert, da gibt es halt Paris und die Provinz. Ne? Bei uns gibt es quer über Deutschland alles. Irgendein Gericht sitzt in Karlsruhe, das nächste Gericht sitzt in Leipzig und alles. Und man fliegt eben dann viel hin und her. Es gibt viele Wege, was ja auch Kosten verursacht, ne? Also Steuerkosten. Das ist die Grundsatzfrage Systematik. In Paris sind 56% des Bruttoinlandsprodukts. Es gibt 2 Hochschulen, Sorbonne und ENA, die letztlich darüber entscheiden, wie das Land geführt wird oder wer die Unternehmen führt. Das ist natürlich die Frage, will man ein elitäres, so pyramidenartiges System haben und zentralistisch, hat viele Vorteile in Deutschland. Man sieht es auch in Berlin. Aber es bleibt dabei. In Deutschland hat es Vorteile oder in Frankreich? Beides Vor- und Nachteile. So. Ich würde schon sagen, dass es in Deutschland auch Vorteile hat. Das sieht man auch an der EU, wenn man eben auch die regionalen Besonderheiten berücksichtigt und die Geschwindigkeit, die verschiedene Regionen, ob es jetzt Landwirtschaft, Bildung oder Ähnliches sind, auch immer in einem anderen Rhythmus sieht oder aufhängt, wo die Leute eben sind. Ich kann natürlich nicht eine Schule in Neukölln vergleichen mit der Schule in Köpenick und so weiter. Also man muss dann schon unterscheiden. Aber es fing damit an, dass die Menschen, die die Verantwortung tragen, eben auch entsprechend leistungswillig sind und kompetent und qualifiziert sind. Und das ist halt hier Fehlanzeige in Deutschland. Mhm.
da fehlt vielleicht auch so, ich meine, man braucht in jedem Beruf, sei es nun Bäcker oder Friseur oder sonst wie, braucht man eine Ausbildung für den Bundestag, da kann irgendwie jeder. Es soll ja auch barrierefrei sein, man muss ja auch den Nicht-Akademiker im Bundestag haben und im Landtag oder im Landtag. Aber wenigstens gearbeitet sollte man schon mal oder eine Ausbildung haben oder so, ne? Genau, und das gutes Beispiel, Frau Nahles beispielsweise, letzte Bundesarbeitsministerin, wenn ich dem Chefin der Bundesanstalt für Arbeit. Heute, ne? Ja, genau. Wenn ich aber jedem erklären will oder dem Unternehmer, dem Handwerker erklären will, dass er 56 Arbeitsschutzvorschriften beachten muss und wie man ausrutscht und wo man den Schrank für die Umkleide braucht und so weiter, dann ist es schon schwierig. Die Leute, die ein einziges Mal selbst die Erfahrung gemacht haben, was das eigentlich bedeutet, räumliche Unterschiede zu sehen und so weiter. Ja, oder ein Kevin Kühnert, der sich Gedanken über Enteignung von irgendwelchen Firmen macht und eigentlich auch nur Studienabbrecher ist, ne? Ja, das ist ja nicht schlimm, wenn man mal Studienabbrecher ist. Nicht generell schlimm, aber, man muss sich schon mit der Realität auch nicht mal Beruf sein. Gelernt oder so. Ja, muss sich mit den Realitäten beschäftigen. Und das ist, glaube ich, das Hauptthema. Wenn ich, oder wenigstens muss man Gesamtkonzepte haben. Es gibt viele Beispiele in Berlin, das ist prädestiniert. Man kann natürlich seine 50 Meter langen Klimastraßen machen und denkt pressewirksam, dass man die Stadt vom Klimawandel rettet. Es gibt keine Gesamtkonzepte, die das größer und breiter sehen. Für alles braucht man, wenn ich Solardächer bauen will mit einer bestimmten KW-Zahl, 60 Untergenehmigungen für Windräder und so weiter. Das ist eine echte Katastrophe. Wir haben 96.000 Gesetze in Deutschland. Ist da in Deutschland zu viel Ideologie unterwegs? Gegen Ideologie kann man noch nicht mal was sagen. Wenn es ein Gesamtkonzept gibt und so eine Vision und eine Perspektive, dann kann man noch mal ideologisch vorgehen. Aber dieses stückhafte, mal eine Friedrichstraße sperren, jetzt die Charlotte-Straße sperren. Ja, das ist ja nun schon sehr ideologisch. Ne? Und dann zu sagen nach dem Urteil, egal was ihr da sagt, ich mache das so. Ich denke mir was aus, dass es wieder gesperrt wird. Ne? Oder auch jemand, der eine andere Meinung hat, einfach ausschließen. Cancel Culture ist ein gutes Beispiel. Selbst in den Hochschulen, wo man ja denkt, dass da die Studenten sind, mit ein bisschen mehr Offenheit und Intelligenz, in Anführungsstrichen, und Wissbegierigkeit schließen ja Meinungen aus. Das ist also ein ganz schlimmer Trend, den wir gerade haben. Und man hat den Eindruck, dass tatsächlich die Mehrheit schweigt und die Minderheiten immer mehr bestimmen, was die Mehrheit machen darf, was sie nicht machen darf. Ja, das ist ein Thema, weil es gibt ja etliche Minderheiten, Themen, die auf die Tagesordnung gesetzt werden, die dann durch die Medien, durch gewisse Politiker hochgespült werden. Also da ist bei vielen Leuten der Eindruck, dass gerade jetzt auch so Gender-Themen oder sonst dergleichen, dass eben Minderheitenthemen plötzlich hochgespielt werden, die aber, wenn man auf der Straße jemanden fragt, eigentlich niemanden interessieren. Das ist immer die Frage, oder sehr wenige interessieren. Wer es entscheidet, auch eine Sprache muss sich ja weiterentwickeln. Das ist ein ganz normaler Effekt. Die Frage ist, mit welcher Geschwindigkeit. Und natürlich muss man auch Frauenrechte auch in der Sprache wiederfinden, glaube ich jedenfalls. Und man kann nur niemanden zwingen. Man kann nicht sagen, jetzt muss ich eine Frauenquote haben. Das ist ein klassisches Beispiel, 50% bei den politischen Parteien. Wenn ich jetzt umgekehrt sage, ich brauche 50% Männer bei Hebammen, was ist denn dann? Zwinge ich die dann und nehme den schlimmsten, unqualifiziertesten von der Straße, Hauptsache meine Quote erfüllt? Also muss man auch zu Ende denken und das fehlt hier vollständig. Ja, aber Quoten sind per se, finde ich, immer irgendwie schwierig, weil da geht es eben nicht um die Qualifikation. Also so ähnlich wie bei Parteien hat man dann immer eine Diskussion, wir brauchen jemanden aus dem Osten, wir brauchen jemanden aus dem Westen, nee, der Süden ist noch nicht befällt, der Norden. Da geht es eigentlich nie bei diesen Diskussionen, wir brauchen jemanden, der qualifiziert ist. Nein, und das fängt ja auch woanders an. Also erstmal beurteilen die Leute ja die Quoten nach der Vergangenheit. Da weiß der alte Mann sozusagen, ist ja vorbei. In der heutigen Zeit, in meiner Generation, ist das schon lange vorbei. Es gibt in unseren Unternehmungen, würde ich sagen, mindestens 50% Frauen. Die Frage ist doch eine ganz andere. Was passiert, wenn ein Kind mit 2 Jahren nicht mehr zum Kindergarten gehen kann, wenn es Schließtage gibt, wenn um 15 Uhr die Kinder abgeholt werden müssen, zum Beispiel? Mhm. Ich muss ja Gleichberechtigung schaffe ich ja nicht dadurch, dass ich irgendwelche Zwangsmaßnahmen gegen Unternehmen oder auch gegen die Gesellschaft führe. Ich muss ja erstmal die ursächlichen Probleme lösen. Und darum geht es im Buch. Und das ist eines der vielen Beispiele. Mhm. Ja, jetzt war mal Quote. Da ging es mir jetzt aber auch darum, dass man also wirklich Minderheitenthemen hat. Sei es jetzt, was weiß ich, Behinderte oder LGBTQ ist es ja inzwischen hinten dran. Das ist halt so ein geringer Prozentzahl, dass man sich um die Menschen oder dass sie natürlich gehört haben, ist richtig. Aber inzwischen hat man ja manchmal den Eindruck, es gibt gar nichts anderes mehr. Also gab es jetzt einen Vorschlag von einer Grünen, glaube ich, die dann vorschlug, alle queeren Menschen in Deutschland, die irgendwie sich im Internet mal äußern, werden angefeindet und sollten deswegen jetzt alle mal schnell ein Bundesverdienstkreuz kriegen. Also das ist ja absurd.
Ja, Monumente hat man auch gebaut und so weiter. Also das ist ja deshalb absurd, weil man damit ja auch erstmal kein Problem löst, sondern eher Hass schürt gegen diejenigen, die dann plötzlich benachteiligt sind, obwohl sie bessere Leistungen bringen. Also natürlich muss jede Minderheit geschützt werden. Aber ich kann nicht, nehmen wir mal das Beispiel der Kleinwüchsigen in Deutschland, es gibt 80.000, glaube ich. Ich kann ja jetzt nicht jeden Koch, der jetzt sich selbstständig machen will, dazu zwingen, seinen Lichtschalter auf einer Höhe von 60 Zentimetern zu setzen. Und sonst kriegt er die Zulassung nicht. Ja. Das ist der Trend, wohin wir uns bewegen. Teilweise ja auch existierende Gastronomien geschlossen werden, weil sie durch einen Nutzerwechsel nicht mehr die Anforderungen erfüllen und auch nicht erfüllen können. Und da muss es klare Grenzen geben. Wir machen gleich weiter, kurze Pause. So, da sind wir wieder bei mir noch. Quirin Graf Adelmann mit seinem Buch Schwach, langsam, ideenlos, die Herrschaft der Mittelmäßigkeit. Wir waren ja gerade schon so ein bisschen bei ja, ziemlich politischen Themen. Es geht ja in Deutschland auch gerade darum, dass viele, viele nach Deutschland wollen. Also wenn man irgendwelche Berichte sieht von Flüchtlingen irgendwo aus Afrika, aus der Ukraine oder sonst was, die sagen in der Regel, selbst wenn man sie in der Türkei interviewt, habe ich neulich ein Interview gesehen, wir wollen nach Deutschland, alle wollen nach Deutschland. Läuft da was schief? Weil eigentlich gibt es doch die EU und da sollte man noch mal meinen, dass es ähnliche Regeln überall gibt. Nee, aber in Deutschland sind die Regeln am allerbesten. Ne? Oh, das kann ich gar nicht beurteilen. Aber wenn ich jetzt den guten Ruf vor der Weltmeisterschaft, Fußball-Weltmeisterschaft der Deutschen im arabischen Raum zum Beispiel sehe, dass wir eben strukturiert sind, dass wir uns gut organisiert sind und uns auch insgesamt wirtschaftlich ein tolles Land sind, dann, klar, würde ich wahrscheinlich auch eher nach Deutschland wollen. Na gut, aber der gute Ruf ist ja jetzt über die Weltmeisterschaft ein bisschen weggegangen auch, ne? Naja, weil wir immer alles irgendwie, oder viele meinen, alles besser wissen zu müssen. Ne? Ja, das Schlimme ist so ganz anders. Es geht ja bei der Fußballnationalmannschaft wie bei jedem Sport darum, dass man gewinnt. Ja. Und das gewöhnen wir uns gerade ab. Ich meine, wenn wir uns anschauen, dass Bundestrainer Flick ist ein toller Fußballlehrer, gar keine Frage. Aber wenn ich 13 Spiele verliere oder 13 Spiele mache und von den letzten 13 Spielen drei nur gewinne und dann gegen teilweise Zwergennationen dann und in der Weltmeisterschaft das zweite Mal hintereinander in der Vorrunde ausscheide, habe ich nichts mehr als Nationaltrainer dazu suchen. Und das ist ein grundsätzliches Problem. Wir schauen uns nicht mehr die Leistung an, und zwar ganz objektiv, sondern wir schauen uns an, das ist so ein ganz netter Typ, hat er sich sonst, zeigt er Reue, will das besser machen. Das kann man machen, wenn man nicht so wesentliche Punkte in einem Staat und in einer Gesellschaft besetzt. Und Sport gehört dazu. Wir haben 7,2 Millionen Fußballmitglieder. Was macht denn das Kind oder Jugendliche? Der geht natürlich dann lieber zum Handball oder zum Basketball. Also vielleicht Ihr Ansatz dann, Politik oder den Staat oder die Stadt mehr wie ein Unternehmen führen. Also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt angucke, Berlin wählt demnächst wieder. Das kostet den Steuerzahler rum bei 40 Millionen Euro. Irgendjemand hat das ja verbockt. Ne? In jedem Unternehmen würde irgendjemand dafür zumindest degradiert werden, wenn nicht gerade seinen Job loswerden. In Berlin passiert gar nichts. Das sind ja drei Ebenen. Erstmal, dass man sich hinstellt und sagt, wir sind die Musterdemokratie und einfach zu unfähig sein, eine Wahl ordentlich zu organisieren bei hunderten Wahllokalen. Die zweite Ebene, 40 Millionen Euro, ist ja wirklich Peanuts. Da bekommen wir dann Werbeagenturen, das geht da wenigstens wieder zurück in die Wirtschaft. Das ist ja nicht verlorenes Geld, ist nur woanders, würde ich sagen. Na gut, aber aus dem Haushalt Berlins ist es erstmal raus. Ja, klar. Und die haben aber Haushalte, die auch wieder über 2,3 Milliarden Überschuss. Ja. Also das ist nicht das einzige Thema. Das Thema ist ja eher, soll ich eine Stadt als Unternehmen führen? Natürlich. Jedenfalls bei den Kernaufgaben eines Staates. Und da geht es um Infrastruktur. Da muss sich der Staat konzentrieren darauf. Und wenn er die Aufgaben erledigt hat, dann kann er sich über das Wie einzelne Bereiche geführt werden müssen, auseinandersetzen. In Berlin funktioniert ja nichts. Es gibt den Touristen zum Beispiel die Schuld, dass es der Park, die Parks dreckig sind, obwohl die Berliner ja auch da sind und nicht die Touristen. Es gibt eine 500.000 Europäer in der Stadt. Das ist ganz schön, aber deswegen sprechen eben nicht alle Deutsch und identifizieren sich nicht als Besucher, nur weil man eine andere Sprache spricht. Das ist ein Beispiel, aber schauen wir uns die Stadt an. Wenn wir heute Auto fahren, kommt nicht mehr durch, S-Bahn fährt nicht, U-Bahn fährt nicht, Schienenersatzverkehr, überall Baustellen, wird nichts fertig gemacht. Die Juristerei, schauen wir uns die an. Berlin verlottert ein bisschen, könnte man so sagen. Und wir kriegen ja nicht mal eine richtige Entscheidung. Also man hat ja zum Glück Gewaltenteilung, denkt man. Aber wenn ich heute eine Nutzungsgenehmigung für ein Gewerbe haben will, ein ganz einfaches Gewerbe, und ich will mich dagegen wehren, muss ich 5 Jahre Prozessdauer rechnen beim Verwaltungsgericht. Das sind Zustände, das erwartet man ja von einem fortschrittlichen Land wie Deutschland nicht. Im Image schwankt es gerade. Deutschland, nicht nur beim Beispiel Fußball
oder der Akkurat-Arbeit, die wir hier haben, sondern in allen Bereichen merken auch der Afrikaner und der Asiate und der im arabischen Raum Sitzende, dass es vielleicht doch nicht so gut ist, in Deutschland zu arbeiten. Man kann sich auch viele andere Regionen aussuchen. Naja, oder was eben auch, wo man immer das Gefühl hat, wir reden immer von Europa und dass alles zusammenwächst. Aber nicht mal in Deutschland. Also wir haben das Abitur da, ist ein anderes Abitur da. Wenn man sich Bauordnungen anguckt, die ist in Brandenburg anders als in Berlin und in neben anderen Bundesland schon wieder woanders. Sei es nur eine Genehmigung oder am Ende die Ausführung oder sonst dergleichen. Da kriegen wir das doch nicht mal gebacken. Wir kriegen es ja noch nicht mal gebacken, dass wir abrechnen können als Pflegedienst, wenn wir in Zehlendorf oder in Köpenick sind. Und wir haben blöderweise, sage ich jetzt mal, irgendeinen Patienten oder Kunden in Brandenburg, dann können sie ja schon deshalb nicht abrechnen, weil die Leute andere Zertifikate brauchen. Sie müssen Sonderschulungen haben, weil Brandenburg und der Berlin ja schon keine Abstimmungsprozesse absolviert haben. Ja, ich habe jetzt gerade irgendwie mitgekriegt, also wir waren nochmal zurück zu den Flüchtlingen, wo ich eben eigentlich auch nicht verstehe, was die EU da eigentlich tut. In Italien bekommt ein ukrainischer Kriegsflüchtling 3 Monate Geld. Danach hat er entweder einen Job oder er muss nach Hause oder muss irgendwie sehen, wo er bleibt. In Deutschland kriegt er sofort Hartz IV, beziehungsweise dann ab Januar wahrscheinlich Bürgergeld und das so lange, wie er es eben braucht. Ne? Das ist eine spannende Diskussion. Vor allen Dingen müssen diejenigen, die unser Land besuchen, sofort arbeiten dürfen. Das ist, glaube ich, das erste und beste Integrationsmittel, das wir haben. Und das passiert ja auch nicht. Wir kommen ja schon nicht arbeiten hin, dürfen sie, und vielleicht auch arbeiten müssen. Ne? Sie sollten auf jeden Fall arbeiten dürfen. Da fängt es schon an. Ja. Und dann muss man auch motivieren, dass sie was tun für ihr Geld. Das gilt aber für die Gesamtgesellschaft. Wir haben ja Menschen, die denken, dass durch den Gelddruck der EZB alles sowieso kommt. Warum soll ich auch, jetzt gibt es ein Bürgergeld, für 1.350 Euro netto arbeiten beim Mindestlohn, wenn ich 1.100 Euro auf jeden Fall sogenannte Menschenwürde, Sockel aus dem Bundesverfassungsgericht. Oder ja, und da dann noch Miete und allerlei Leistungen extra bezahlt bekomme. 200 Euro kann ich mir auch dazu verdienen, wenn ich die Einkäufe für meine älteren Nachbarn mache. Ne? Also das ist die Frage, wie bekomme ich wieder den Menschen zu Leistungsbereitschaft und zu Willen motiviert, und zwar freiwillig. Und auch diejenigen, die jetzt so eine Perspektivlosigkeit sehen für die Zukunft, keine Planung in der Zukunft, nichts mehr für die Rente tun wollen, eben dahin bewege, dass es auch Spaß macht zu arbeiten, etwas zu tun für die Gesellschaft. Das kann ja auch gemeinnützig sein, das muss ja nicht alles unternehmerisch sein. Stichwort ist ja auch Fachkräftemangel. Ich habe die Tage gerade gelesen, dass wir Fachkräfte aus dem Ausland holen wollen, aber gleichzeitig wahnsinnig viele Deutsche auswandern, weil sie sagen, es geht hier nicht mehr. Was eben nicht die Hartz-IV-Empfänger sind, die auswandern, sondern Fachkräfte. Das sehen wir beim Gesundheitssystem. Ja. Wenn die ganzen Ärzte weggehen, Fachärzte gehen alle ins Ausland. Umgekehrt ist es so, wenn jemand aus Serbien kommt, da kenne ich konkrete Beispiele, gibt es auch gute Beispiele. Es gibt in der Verwaltung auch Menschen, die das möglich machen, dass ein Serbe, der Mechanik oder Maschinenbau studiert hat, hier arbeiten kann. Aber selbst da, innerhalb der Europas sozusagen, nicht der EU, aber innerhalb Europas, bekomme ich es nicht hin, Menschen mit einer Arbeitserlaubnis zu versehen. Ja, naja, bei vielen Berufen ist es auch so, was weiß ich, ich kenne einen Fall, einen Architekt, der musste erstmal nochmal ein Studium hier ranhängen. Oder auch bei Ärzten ist es so, ne, das wird nicht sofort anerkannt, als ob jetzt, ich sag mal, in der Ukraine oder so andere Zähne im Mund wären als in Deutschland. Und die Anerkenntnisse werden ja auch nicht so schnell geprüft. Das ist ja das nächste Problem. Das heißt, ich brauche ja Monate, teilweise Jahre, um die Prüfung zu absolvieren, weil keine Gutachter vorhanden sind. Haben Sie denn Hoffnung für Deutschland? Ich habe Hoffnung. Es gibt eine junge Generation, die jetzt gezwungen wird, durch Krisen etwas zu tun. Und es gibt auch viele, viele Menschen, die tatsächlich etwas bewegen wollen und Energie haben. Und da wird es im Zuge des Gesamteuropas sicherlich auch Hoffnung geben, ja. Nun liest sich das Buch ja hier so ein bisschen, wenn man so die Stichwörter auch durchguckt, wie eine Bewerbung zum Politiker. Ich habe großen Respekt vor Politikern. Politiker haben einen großen Nachteil. Sie müssen abends den Wellensittichverein, Förderverein besuchen und ihre familiären Verhältnisse preisgeben und Ähnliches. Also ich glaube, als Unternehmer hat man mehr Privatleben und Privatsphäre als ein Politiker. Na, dann vielleicht Berater oder so, Politikerberater. Ja. Ich kann etwas erreichen, indem ich etwas für Unternehmen tue. Ob es ein gemeinnütziger Verein ist, der etwas für kranke Menschen oder bedürftige Menschen tut, oder im Sport- und Bildungsbereich, da ist der Impact viel, viel höher. Und wenn man jungen Menschen neue Unternehmensgründungen ermöglicht, dann erreicht man tatsächlich etwas Sichtbares. Wir waren vorhin schon beim Thema Einwanderung. Ist aus Ihrer Sicht Deutschland ein Einwanderungsland? Sollte es sein? Es sollte sein, aber nicht für jeden und alle, das muss man auch klar sagen, sondern für die Menschen, die
Natürlich muss man Menschen empfangen, die in Not sind. Aber ansonsten müssen wir Menschen haben, die unser Land weiterbringen wollen, die Leistung bringen wollen, die Fachwissen haben. Das muss man genau definieren. Und dann lässt man natürlich auch möglichst viele zu einem gewissen Tempo ins Land. Also was ich ja auch immer, wenn es gab, wir kennen alle diesen Satz von Wolf seiner Zeit, der Islam gehört zu Deutschland, ne? Worüber man sicherlich streiten kann oder so, aber was dann immer ausfällt, es gibt regelmäßig bei der Bundesregierung, beim Kanzleramt die Islamkonferenz. Ich habe noch nie davon gehört, dass es eine Buddhistenkonferenz gibt oder eine Vietnamkonferenz oder sonst dergleichen oder Polen. Also Vietnamesen in Berlin oder auch Polen in Berlin sind super integriert. Ne? Die arbeiten alle, haben ihre Vietnamesen haben viele Blumenläden oder sind da auf diesem Markt oder Nagelstudios oder weiß dergleichen. Polen genauso gut integriert. Was glauben Sie, woran liegt das, dass eben das mit Menschen islamischen Hintergrundes eher wenig passiert, glückt? Oder man zumindest also, den Eindruck hat, dass es nicht so gut glückt. Es gibt da auch super Beispiele. Irland und Nordirland bekriegen sich ja auch, obwohl sie im Christentum angehören, über die Auslegung der Religion. Und Islam ist ja eine Religion, die ja auch unterschiedlich ausgelegt wird. Schauen wir uns Wahhabiten in Saudi-Arabien, dann haben wir die Sunniten, die Schiiten, dann sind ja auch die Muslime aus der Türkei in einer ganz anderen Auslegungsvariante als die im arabischen Raum. Es ist ja nicht so, dass man einfach wie jetzt in Syrien oder Irak die Grenzen mit einem Lineal ziehen kann. Also was ich damit sagen will, der Islam ist ja viel vielseitiger und von verschiedenen Gruppen bestimmt. Und da braucht es natürlich auch Kommunikation. Hat die Toleranz, die die 68er angestoßen haben, möglicherweise Deutschland auch ein bisschen zerstört, würde ich fast sagen? Die Naivität, würde ich sagen, hat auf jeden Fall die Grundlagen heute geschaffen für viel, viel Konflikte, weil man eben nicht ehrlich genug mit Problemen umgeht. Wir müssen sie benennen, die Probleme, die wir haben. Wir müssen über Kriminalität sprechen, wir müssen über junge Kriminelle sprechen, wir müssen über Bildungsmöglichkeiten sprechen und echte Integrationsmaßnahmen und nicht über irgendwelche ideologischen Weltvorstellungen, wie es mal sein könnte, und dann alles andere einfach vertuschen. Also eben tolerant zu sein, dass man in den Schulen muss jetzt, gab es Diskussionen, Gebetsräume oder die Kopftuchdiskussion. Andererseits haben wir dann wieder, dass Demos im Iran unterstützt wurden, wo eben gegen das Kopftuch demonstriert wird. Da sind wir dann wieder dafür. Also da ist dann auch immer so ein bisschen so eine Zwiespalt, Doppelmoral in Deutschland. Oder eben, wenn zu uns Menschen hier einwandern, erwarten wir, dass die sich nach den Regeln benehmen, die hier sind. Wir fahren zur Fußball-Weltmeisterschaft und wollen den Kataris erklären, wie die Welt zu funktionieren hat. So ist es doch aber nicht. Oder so sollte es nicht sein. Weil wir keine Strategie haben. Es gibt keinen Plan für Deutschland. Das ist das Hauptproblem. Wenn wir eine Strategie hätten, müssten wir nicht wie Twitter oder Instagram Kurznachrichten einfach die 280 Zeichen eingeben. Jetzt findet eine Weltmeisterschaft statt, jetzt morgen findet die nächste Wahl statt, dann habe ich meine 280 Zeichen und dann erzähle ich irgendwas. Das ist ja genauso, Atomkraft wird abgestellt, weil Fukushima ist. Man hat irgendwo keinen B-Plan gehabt, was die Energiewende betrifft. Das ist das Problem in Deutschland. Wir haben Politiker, die das Dilemma haben, in 4 Jahren 17 Wahlen auseinandergesetzt zu sein. Es gibt keinen Deutschlandplan, wie ich in 10, 15, 20 Jahren da sein will und dann rigoros auch eine Strategie der Umsetzung. Gab es mal Agenda 2010, erinnere ich noch. Oder erinnern wir uns alle noch dran? Schröder, Joschka Fischer und Gerhard Schröder waren aus meiner Sicht in der Krisenzeit, die wir da hatten, ein tolles Paar. Wir hatten in Berlin 20% Arbeitslosenquote, das darf man nicht vergessen zu der Zeit. Das war schon ein deutlicher Schritt nach vorne. Hat aus Ihrer Sicht das Parteiensystem, wie es jetzt da ist, Zukunft? Oder wäre es nicht vernünftiger, ich nenne es mal Interessensystem zu machen? Ja, und dann wählen zu gehen. Das macht man in Taiwan zurzeit. Da gibt es ja nur 2 Parteien. Da nehme ich immer als fortschrittliche Demokratie. Und dann versucht man, über jedes Thema abzustimmen und möglichst auch alle Altersgruppen zusammenzubekommen und nicht nur die lauten, aktiven Minderheiten bestimmen zu lassen, indem man beispielsweise Essensmärkte macht, damit auch die Alten kommen und abstimmen. Ja. Spannende Thematik. Aber immer nach Interessenlage zu gehen, ist ja auch nur Schritt für Schritt und keine Gesamtstrategie. Die Gesamtstrategie muss vorne stehen und da müssen alle Parteien mitziehen. Na gut, aber solange man es nach Parteien macht, geht es eben auch darum, immer, dass jeder natürlich seinen Listenplatz behalten will, dass jeder möglicherweise seinen Job haben will. Da geht es dann darum, wer welchen Ministeramt besetzt, welche Partei. Und es geht nicht unbedingt darum, wer hat die besten Ideen. Ne? Vielleicht nimmt man mal so eine Art Wehrdienst für Unternehmer in Betracht, wo gute, erfolgreiche Unternehmer und auch Menschen, die Vereine gut und erfolgreich führen, einfach 2 Jahre Dienst leisten lassen lässt, am Staat und an der Gesellschaft und in der Politik etwas zu sagen bekommen. Oder vielleicht eine Begrenzung des Bundestagsmandates.
Kann man machen. Also Schäuble saß da gerade 50 Jahre, andere sitzen da auch schon sehr lange. Und vielleicht wäre es ja doch vernünftiger, wenn da öfter mal ein Wechsel wäre. Aber Herr Schäuble ist, glaube ich, soweit ich weiß, immer gewählt worden und nicht aus der Liste raus. Ja, ja, aber trotzdem ist er eben immer im Bundestag und war nicht mehr draußen, meine ich sozusagen. Ja, in der also Realität, das mag sein, aber er wird gewählt. Realität, und solange er direkt gewählt wird, hätte ich damit keinen Schmerz. Die Menschen bekommen das, was sie wählen. In der Liste sehe ich es anders. Warum brauche ich 300 Listenplätze im Bundestag? Ich würde Listenplätze reduzieren. Ich würde den Bundestag wieder auf 400 Mandate reduzieren. Ja, wir haben das zweitgrößte Parlament der Welt nach China. Ne? Also schon ziemlich heftig und das kostet ja auch alles Geld. Aber es bringt ja nichts. Schauen wir uns die Corona-Abstimmung an. Da hat, glaube ich, die Abstimmung anderthalb Stunden gedauert. Bei knapp 721 seinerzeit Mandaten hat jeder 0,26 Sekunden Mitsprache gehabt. Dann brauche ich kein Parlament mehr, wenn die Leute nur noch nach Fraktionen abstimmen und nicht selber denken und sprechen dürfen. Mhm. Denken und sprechen dürfen, trotzdem hat man oft das Gefühl, also gerade bei Bundestagssachen oder auch wenn man ins Abgeordnetenhaus geht, dass es halt nicht darum geht, was inhaltlich passiert, sondern dass Vorschläge per se abgelehnt werden, weil sie von der falschen Partei kommen. Ja, oder Menschen ausgegrenzt werden, weil irgendjemand in der AfD das auch schon mal gesagt hat. Ja. Das ist ja auch klassisch. Oder früher war es bei den Linken so, ne? Da war es ja am Anfang, als die Linken einzogen, wurde eben sofort, nee, wenn die einen Antrag machen, geht gar nicht. Spielen wir nicht mit, ne? Genau, also nicht über die tatsächlichen Inhalte und die Vernunft nachgedacht. Ja. Das ist traurig. Aber das kann man zum Beispiel lösen, indem man bestimmte Themen direkt vom gesamten deutschen Volk abstimmt. Warum nicht digital 20 Uhr Nachrichten und dann stimmt man mal über ein Thema insgesamt ab. Apropos 20 Uhr Nachrichten, wie sehen Sie die Rolle der Presse? Schlecht. Wir sind pädagogische Presse, ARD, ZDF, klassisch. In der Corona-Krise hat man es gesehen. Wenn wir zum Beispiel schauen, ich habe einmal noch Nachrichten geguckt, ARD, Tagesschau, da war 13 Minuten Corona hin und her, was man nicht mehr hören konnte. Eine Minute streunende Katzen in Saarbrücken und dann die letzte Minute war Wetterbericht und der war dann auch falsch, weil es auch keine Prognose gibt, die 5 Stunden hält. Also ja, manchmal geht es mir so auch, weil Sie jetzt gerade ARD und ZDF, dass es, oder auch RBB-Nachrichten oder sonst dergleichen, dass wir sehr viel über das Ausland berichten. Das ist alles sicherlich richtig, aber all politics are local. Ne? Also es interessiert die Leute vielleicht als erstes doch mehr, was in ihrem Land, was vor ihrer Haustür passiert, als ob in China ein Sack Reis umgefallen ist, sage ich jetzt mal ganz simpel. Ich schaue mir ja gerne BBC an zum Beispiel oder höre Radio France Info zum Beispiel. Das sind Sachen, da lernt man plötzlich, wie die unterschiedlichen Länder anders berichten. Franzosen berichten sehr viel über die afrikanischen Länder. Da sieht man, wie die Wirtschaft sich entwickelt, wo die Schmerzpunkte sind. Ja gut, hängt damit zusammen mit der kolonialen Vergangenheit. Ich glaube, eine gute Mischung. Ja, gut. Man kann nicht sagen, die deutschen Medien sind alles schlecht. Wir berichten einfach anders, als in UK berichtet wird oder in Spanien. Total spannendes Thema. Ich glaube, man müsste erstmal 4 Milliarden Euro Sockelbetrag für öffentlich-rechtliche Medien nehmen. Dann werden die Hälfte würden sich im Machtkampf erstmal auseinandersetzen und man hätte dann echt einen Wettbewerb im Team und dann wahrscheinlich auch bessere Qualität. Und ob man ARD und ZDF so noch braucht, ist auch eine Frage. Ne? Beides. Also es hat auch kein anderes Land. Ne? Da gibt es halt einen öffentlich-rechtlichen Sender. So ist es. Gut. Sie waren bei TV Berlin und Sie auch. Freue mich, dass Sie dabei waren. Und hier zeige ich es Ihnen nochmal. Vielleicht brauchen Sie ja irgendwie noch in 9 Jahren ein kleines Geschenk, so nachher, nach Weihnachten sozusagen. Also, schwach, langsam, ideenlos, hört sich ziemlich böse an. Von Quirin Graf Adelmann. Danke, dass Sie hier waren. Tschüss, mach's gut. Dankeschön.